AJ Gale. Mein Name ist Sabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! Okay. AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Okay. Los geht's. Lauf. Wer hat mich getroffen? Ich wollte jetzt ein bisschen was abschießen, schon mal in der ersten Region. Aber ich habe niemanden gesehen, aber ich wurde getroffen. Wir wollen mal wissen, wer das verdammt hart ist. Was? Wir müssen ihn abbringen. Komisch. Ich sterbe also noch zwei Schuss. Hier. Die Wacht nehmen ist auch nicht mehr. Ne? Das ist nicht lustig. Ne? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe. Nimm die! Wieso gucke, wenn ich immer weiter nach hinten gehe? Oh, ich hätte doch schon schießen sollen. Hey. Sind wir sicher? Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir! Schieß auf sie! Wo? Oh. Oh, ich treffe niemanden. Rechts! Ja, ich kann nicht so hoch ziehen. Festhalten! Ich kann nicht so hoch ziehen. Und so ein Ding den Ton ein bisschen einschränken. Der ist ziemlich laut. AJ, wenn du mich hörst, antworte! AJ Gale! Antworte bitte! Hallo? Kyra sei Dank! Hier ist Sabal! Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. So, ich soll mich heilen. Hey, seht euch um. Mit in ihn. Willst du König Wind sagen, dass er tot ist? Okay, so also einmal den Ton jetzt schnell mal. General müsste sein. Master Volume schraube mal so weit zurück. Stealth Fundament, the Detection Meter, ja okay. Steine werfen. Crouch, less visibility, okay. Komm schon raus, wir tun dir nichts.
versprochen. Fokussiert bleiben. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus. Es ist alles okay. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Zeig dich, dann können wir das klären. Das muss nicht so... So, den haben wir runtergesetzt. Je länger du dich versteckst, desto saurer werde ich. Komm raus und mach es dir selber einfacher. Ui! Feind in sich! Oh Scheiße. Du verschießt das! Geht in Was? Schon geil! Na toll! Erstmal noch klarkommen auf die Steuerung. Da wurde ich auf einmal zu schnell gesehen. Wie man gesehen hat, Maus 5 ist eingesetzt. Ich habe Maus 4 und 5 eingesetzt. So. Ja, ja, ist mir schon klar. Dreht euch um! Findet ihn! Willst du König Wind sagen, dass er tot ist? Nein! Dann sieh dich um! Such in den Büschen! Vielleicht versteckt er sich da! Komm schon raus! Wir tun dir nichts! Versprochen! So, ich würde gerne alle drei von denen anrufen. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus. Es ist alles okay. Scheiße. Endlich etwas Action. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Zeig dich, dann können wir das klären. In sich zu gekommen. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Ja, 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 mach ich. Ich komme gleich zu dir. Wo ist der andere? Scheiße, ich hoffe, der sieht mich nicht. So, ich habe seine Waffe, habe ich schon Munition geleert. Wo ist der? Also. Dann wollen wir doch mal auf den letzten rumgehen. So. Den hätten wir auch noch umgebracht. Und hätten wir schon mal einen guten Anfang hingehen. Ich kann nichts hören. Ich kann dich nicht hören. Bitte melden. Over. Was zum? Sehen wir mich immer noch. Ich glaube nicht, dass sie mich noch gesehen haben. Wir gucken nämlich immer noch in die gleiche Richtung. Kann da nicht ewig drin bleiben. Hol die! Uff. Okay.
nicht vor uns allen versteckt haben. Das war knapp. Aber es wird hingehauen. Finde ich gut. So, was ist denn jetzt mit der Waffe, die hier noch liegt? So, aufheben kann ich nicht. Das ist ja auch die gleiche, die ich schon habe. Ah, die Munition habe ich. So viel weiß ich. So, haben wir hier drin noch irgendwas? Ich will nichts vergessen hier gerade. Bait. To get bait, hold E to skin any animal. Open the weapon wheel by holding and select the bait with throw bait with to lure predators to the area. So, jetzt die Frage, welche Seite nehme ich? Nämlich die hier oder die andere Seite? Ich gehe erstmal hier entlang. Der auf einmal her. So, mal sehen, wie viel der Bär jetzt für mich erledigt. Der Bär hat sie komplett für mich erledigt. Okay, der läuft jetzt auch erstmal Web. Ja. Der läuft jetzt erstmal Web. Durchs ganze World Wide Web. So, funktioniert ja ganz gut mit dem Animal Skin werfen. Hier haben wir noch einen. Kann ich dich erschießen? Oder dich? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, der Bär ist hier einfach gespawnt. Frage ist, treffen wir gleich vorne noch auf den Bären oder. Hallo? Ja, nur den kann ich noch bewegen. Oh oh. Zum Glück war der schon sehr stark angeschlagen. Damit muss man natürlich auch noch klarkommen, wenn man schon Tiere anlockt. Dass man die dann im Anschluss selber noch töten muss.
sieht es denn hier hinten aus? Kommen wir denn rein? Wie kommen wir denn da an die Kiste dran? Das sieht auch sehr komisch aus. Use immediate tick to break objects. Aha. Aha. Throwing knife. Das Vieh kann ich aber nicht durchsuchen. Beziehungsweise skinnen. Oh. Wüsste ich nicht, wie wir die Kamera jetzt langsam benutzen müssen. Ach, jetzt. So. Hä? Das ist nicht die Kamera. Ich wiederhole, das ist nicht die Kamera. Was ist denn jetzt los? Ah, dachte ich mir noch. Ich glaube, das sind bereits alle. Was haben wir noch hier oben? Oh, Feuer. Wir können auf jeden Fall langsam runterkommen. Takedowns, die kann man echt von extrem weiter Entfernung machen. Was ich ziemlich komisch finde. Aha, da kann ich hoch, super. Was machen wir jetzt? Nicht mich beachten. Er darf nicht entkommen! Findet das Arschloch! Wenn ihr ihn seht, erschießt ihn! Er sollte beten, dass wir ihn nicht finden! Das tue ich. Das wird er büßen. Mal, mal und noch mal!
Scheiße. Wäre der zweite eben nicht gewesen, hätte ich den einen mit dem Takedown holen können. Wie der sich da gerade bewegt hat. Tja, wie mache ich das eigentlich mit dem Tier im Käfig? Gleich wie eben, gar nichts. Aufpassen! Wir wissen nicht, was da draußen ist. Ganz genau, ihr wisst es nicht. Der Scheißkerl ist nicht mehr hier. Aha. Gebe ich es offen. Wieso kann ich das Vieh so schnell töten und die können es kaum töten? Das finde ich irgendwie komisch. Aber egal. Hier haben wir auch immer noch, das ist doch super. Hier haben wir noch eine schöne Kiste. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nö. Ich glaube, auf der Karte sind schon so weit. Also, ich denke nicht. Ach da. Die Kisten sind wohl auch schon auf der Karte markiert, wie ich es gerade eben erkannt habe. Oh, ein Zettel. A reminder, you are in my employ to bring me strong and healthy animals. My subjects do not come to Shanath to watch crippled, feeble animal, beasts die mercifully. They come to be entertained, to see blood spilled between equally matched opponents and to lose their money betting, but leave with a smile. Now either you provide me with animals worthy of a tournament in Shanath, or it will be you entertaining the crowds in the arena. Long live King Min Nor. So. Huh.
irgendetwas noch hier? Kann auch nicht sein, dass das da, das bisschen, das schon alles war. Ich sehe jetzt aber auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Das ist ein Fischi. Hä? Ach, da ist das Fischi. Kann ich Fischi fangen? Nö. Schade. Vorne wäre ich sowieso nicht weitergekommen, glaube ich. AJ, mein Junge, bist du beschäftigt? Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabben-Rangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Also nie wieder Fernsehkoch. Das ist ja... So, haben wir das Vieh noch erwischt. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Immer diese Meckerei von denen hier. Sind wir hier vorne oder irgendwo? Wow. Überlebt. Ach da, mitten im Wasser. Aha. Ein Reissack. Ein Reissack. So. Im Wasser. Ist ja gut zu wissen. So, machen wir mal ein bisschen schnell weiter. Hier vorne noch einmal schnell. Von diesen Hintergrundbergen bin ich so beeindruckt. Ich glaube, die hatten das andere Pier, habe ich auch erwischt. Hat schon einen Grund, warum ich sie töte. Also nicht meckern oder wundern. Puh, ich bin voll. Das hat hier gerade eben irgendwie grillmäßig war das nicht gerade gut. Gibt's hier ein Quick Save? Weil. Ne, ich glaube nicht, dass ich das einfach so schaffe. Und wie weit ist das entfernt? Ne, das ist nicht so weit. Sehr gefährlich, dieser Weg hier. Ja, ich hab's schon gehört. Beeilung, benutzt das Seil! Hier ist aber auch sonst nichts mehr, ne? Ne, sieht nichts anderes. Na toll, warum kann ich das nicht mit B, A, S und D machen? Dann wollen wir mal hoch. Springen müssen wir ja nicht beim Hochklettern, das macht man nur beim Runterklettern. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Ups. Nicht meine Schuld. Ich wollte nur was trinken, dass er auf einmal weggerutscht. Nee.
So. Ja, ich weiß, ich sag's zu oft. Jetzt geht's in die blauen Berge hier. Wer ist das? Da ist irgendein Zeichen bei. Weiß jemand, was das Zeichen bedeutet? Es scheint eine 25 zu sein. Das ist ein Würfel. Könnte natürlich auch ein U215 sein. Und zwar so geschrieben, dass es aussieht, als wäre es ein Würfel. Was haben wir hier so? Okay, hier scheinen wir nichts mehr zu haben. Wir haben aber ganz viel Munition. Wie geht's dir? Soll ich in den Kopf schießen? Scheint nicht so. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in Kyrat. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Pagan Min wird alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgeschrieben. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einen Kampf geben. Es wird also einen Kampf geben. Wenig treffen lassen, weil den man ja am Anfang schon gesehen hat. Wo sind sie? Ich habe gehofft, dass ich zumindest ein bisschen sicher bin.